Weiter geht's mit Mega Mari und Marissa. Hängt schon wieder in der Luft. Ist wohl ihr neues Hobby. Und... geht doch weg! Und nun gehen wir zum nächsten Boss. Zum vorletzten. Und wieder stehen uns riesige, dämonische Yin-Yang-Kugeln zur Auswahl. Die wir uns aber... Oh Gott, es hat ein Face. Es hat ein Gesicht. Was bist du? Was willst du? Nein, 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 nein. Wisst ihr was? Ich lasse mich einmal töten. Ich weiß nämlich aus Erfahrung aus Mega Man, wenn ich diese Bälle da unten einmal aufhebe, die kommen nicht mehr wieder, nachdem ich einmal verreckt bin. Okay. Leichter Glitch. Leichter Glitch. So, jetzt schaffen wir es aber. Wir sind voll geladen. Okay, einmal. Zweimal. Dreimal. Und jetzt setzen wir die dämonischen Yin-Yang-Kugeln ein. Zack. 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 Und weg. Hua! Coole Pose, Marissa. Objection! Highscore! Ja. Und wir sind im letzten Level. Es wird nochmal richtig spannend. Und wenn dieser Hack möglichst genau ist, stehen uns noch die Rematches mit vier der Roboter bevor. Nee, was sag ich, Roboter? Das sind ja keine Roboter. Die vier Toho-Charaktere. Weg mit dem Pilz. Was müssen wir denn mal aufladen? Das muss aufgeladen werden. Ansonsten brauchen wir jetzt nicht wirklich irgendwas. Was war Nummer C? Achso, Eis. Pilz weg. Anderer Pilz weg. Na, 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 na. Ah! Was schießt du auf mich? Du bist wohl verrückt. Kannst du auch nicht machen, du. Du dreckige Schiff, du. Wow. Schön vorsichtig sein. Wir wollen ja jetzt nicht noch irgendwelche waghalsigen Aktionen durchführen. Irgendwas sagt mir, dass da ein Puschel auf mich wartet und ich keinen Bock habe, den Magnetstrahl einzusetzen. Na, nein, wieso falle ich denn da runter? Wieso falle ich denn da runter? Nein. Ach, erstmal aufladen. Sind wir wieder gut ausgerüstet. Ja, cool, das Leben kommt immer wieder. Ist also egal, wie oft ich verrecke. Ich kann gar nicht sterben. Das lassen wir liegen. Das brauchen wir erstmal nicht. Weg mit dem Pilz. Weg mit dem Pilz. Jetzt kommen gleich die Puschels. Danke für die Energie, die ich nicht gebraucht habe. Puschel. Noch ein Puschel. Und noch ein Puschel. Wow. Also den Elektrostrahl behalten wir diesmal, damit wir den gemeinen Pilzenten wegmachen können. Und weg mit dir. Du hast gestört. Oh nein, jetzt kommen die Rematches. Wir haben drei Leben. Drückt uns die. Drückt mir und Marissa. Mir und der kleinen Marissa die Daumen. Als erstes kommt. Du. Du, die mich am Anfang so sehr blamiert hat. Ich wüsste zu gern, was effektiv gegen dich ist. Nee, Eis nicht. Hmm.
Ich könnte es auch mit dem normalen Schuss versuchen, ich bin gerade viel zu faul dafür. E ist nicht Elektro, E ist Stein hochheben, U ist Bombe, C ist Eis, das ist Löffel. Versuchen wir es mal mit dem Löffel. Oha, der Löffel funktioniert gut. Oh, was war das denn jetzt? Okay, du, dein Kampf ist nur auf Glück basierend. Okay, mit deinen eigenen Waffen können wir dich schon mal nicht schlagen. Y, Y. Das waren die Löffel. Eis. Eis bringt nix. Okay, Elektro vielleicht. Ja, Elektro bringt was, aber... Das versuchen wir jetzt nicht mit dem bisschen Energie. Komm, ich sterbe. Du hast mich erstochen. Okay, nochmal. Versuchen wir es auf die altmodische Weise, ganz normal. Okay. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Aber was springe ich denn auch da rein? Was springe ich denn mitten da rein? Oh, Nagi. Nagi, 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 Nagi. Warum hörst du auf zu laufen, Marissa? Toll, das kann ich doch schon wieder knicken jetzt. Nein. Das hat doch wieder keinen Sinn mit dem bisschen Energie. Oh, ich will aber auch jetzt nicht bescheißen und den Pausetrick benutzen. Oh Mann. Das ist alles scheiße. Pause, Pause, Pause. So, wir machen jetzt hier erstmal einen Schnitt und dann packen wir im nächsten Video diese Bosse. Ganz bestimmt.